So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Destiny 2. Diesmal ein Nee. Video und Nee. keine Livestream mit dem lieben Raffi. Hallo. 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 So, wir Ja, waren jetzt sehen wir let. noch weiter, bevor uns der Content ausgeht. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben. Wir haben von Titan die Missionen halt abgeschlossen. Jetzt müssen wir nach Nessos. Lichtlevel, also empfohlenes Powerlevel 80. Ja, sollte Das eigentlich habe ich funktionieren. sogar. Ja, sollte funktionieren. Machen wir mal. Let's Mio. go. Ich glaube, ich werde es rauscutten und dann bei Nessus halt wieder reinkommen. Kannst du entscheiden, wie du möchtest eigentlich. Ja, die Reisen dauern immer so lange. Dann meinst du, dann sind gleich 20 Minuten vom Video weg. Okay, ich Nachdem sich der hab doch Dienst nichts auf Rose rausgeschnitten. vorbereitet, machen wir uns auf die Suche nach Kate und Ikora. Weil er ein bisschen plaudert mit uns. Glücklicherweise haben wir ein ungewöhnliches Signal von Kates Geist reinbekommen. Es wird von einem Zentaur namens Nessus gesendet. Was seltsam ist. Zentauren sind eigentlich nur Felsbrocken in den äußeren Ecken des Sonnensystems. Nichts sollte hier sein. Nichts sollte hier sein. Alles klar. Das Wasser fällt mir jetzt erst auf, was da oben ist. So viel dazu, dass hier nichts ist. Begeben wir uns auf eine Anhöhe, damit ich Kates Position orten kann. Alles klar. Und da sind wir schon. Ja, geil. Ja, geil, hey. Hey. Oh, alles klar. Ich Ja. folge Kates Signal. Ich glaube, ich hab da was. Stecke in der Klemme. Wächsfalle. Failsafe. Wächsfalle? Wo zieht Kate uns denn jetzt wieder rein? Irgendwas hier sendet das Signal in den Weltraum. Wenn wir den Sender finden, finden wir auch Kate. Da. Das Signal kommt von dem Schiffswrack. Zufällig No. laufe ich straight dorthin hin. Echt? Rein zufällig. Warum bist du gestorben? Ich bin in den Tod gesprungen. Nein, das war. Na, geh nach drüben, das weiß. Das wäre fast ein Headshot gewesen. Der auch. Bam. Alles klar. Das Signal kommt von hier. Bist du hier, um Kate 6 zu retten? Nee, eigentlich Oh, nicht. du bist nicht Kate. Kate 6 Nee, hält eigentlich zurzeit nicht. an einer Teleportationswaffe fest. Er ist da drüben. Jetzt ist er da drüben. Ups. Er bewegt sich? Klasse. Das macht es nicht einfacher. Ich kann dir helfen. Aber ich werde nur darüber motzen. Wie bitte? Was? Ich habe seine neuen Koordinaten für dich hochgeladen. Obwohl ich es besser wissen müsste. Okay. Alles klar. Wir müssen nach hier drüben. Spring, spring, okay, geht nicht nochmal. Kann ich dir Aber sonst warte. irgendwie Na helfen? egal, ich frag's dich später. Ja, alles okay? Du hörst dich komisch an. Ich bin Was Failsafe, ist eigentlich das mit Adrian? Sicherungssystem der Exodus Black. Nennt mich Failsafe. Ich habe das Was ist Signal eigentlich mit von Kate Adrian? 6 verstärkt in der Hoffnung, Was soll jemand mit würde ihm ihn sagen? retten. Und da seid ihr. Nee, ich dachte, er will ja Ich mitmachen oder verstehe, es sowas. ist nur eine KI. Eine fehlerhafte KI. Bei Destiny? Das Nee. habe ich gehört. Hat er nicht gesagt, er Wie wollte bei steht's Destiny zu mitmachen? Diensten? Zentauren sollten eigentlich nur riesige Eisbrocken sein. Wie ist das denn alles passiert? Eine Alien-Roboterfrau namens Vesper hat eine Er springt voraus, er kennt ja schon den 92,014-prozentige ganzen Weg Umwandlung des komischerweise. Centaur Nessus erreicht.
Komischerweise, ja. Ich meine, wir haben die Storyline davon noch nicht einmal gespielt, aber er kennt trotzdem schon den ganzen Weg. Ja. Kurier weiß jetzt schon, wo man hinrennen muss. Frag mich bloß nicht, wie das passiert ist. Ich weiß sogar, wie ich ihn angucken muss. Erklären, was ich noch nicht mal selbst verstehe. Warnung, die Vex werden dich eliminieren. Okay, tschüss. Oh nein, Vex. Wer hätte sich das gedacht? Und weil du in Atrian angesprochen hast, mit den Atrian nehme ich Elder Scrolls auf. Und Elder Scrolls, ich dachte, macht bei Destiny mit. Nee, bei Elder Scrolls. Also ein eigenes Projekt, aber kommt auf Twitch nur. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, also schaut heute vorbei, um 22 Uhr geht's los. Donatet mich, ich brauche Geld. Ja. Donations sind am Start und so. Ja, klar. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man auf deinen Twitch-Kanal geht. Ja, gleich spenden. Spenden. Ihr kennt mich zwar nicht, aber spenden. Ihr braucht mich nicht Spendet kennen. Spendet mich. Braucht mich nicht kennen, braucht nur spenden. Ihr braucht nur das Geld haben. So, dann vielleicht noch so Clickbait, ich bin nackt vor der Kamera oder so. Und dann einfach nur irgendwie, keine Ahnung. So, T-Shirt an. Bam. So Spendenaktion halt. Ah, wir müssen hier drüben. Ah, das waren alle? Okay. Was ist denn hier eigentlich passiert? Kate 6 wollte das Vex-Portalsystem manipulieren. Er steckt in einer nicht-linearen Schleife fest. Zu meiner Verteidigung, ich habe ihn gewarnt. Aber er ist nicht der Hellste. Ja, du auch nicht. Das läuft nicht gut. Das läuft nicht gut. Oh nein. Wie lange bist du denn schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie die Vex diesen Planetoiden umwandelt, alle lebenden Organismen vernichtet, Moleküle reformiert und Hirnwellen für Studienzwecke digitalisiert haben. Sehr faszinierend. Was, Hirnwellen? Ja. Die hört sich viel zu begeistert an. Läuft halt bei ihnen. Ja, ich wollte gerade sagen, da geht einiges. Oi. Hat der Scharfschütze kein Köpfchen mehr gehabt? Ich muss ehrlich sagen, die Vex finde ich sogar die coolste Rasse. Neben der Schau. Die Gefallenen gefallen mir noch nicht so. Ich wollte eigentlich gerade eher sagen, mir gefallen die Gefallenen viel mehr. Aber die Schar wird dann auch danach kommen. Obwohl, Vex sind schon geil so mit den ganzen Roboter-Design, gell? Mhm. Ich finde es immer cool, wie die zerplatzen, sozusagen, wenn man einen präzisen Schuss macht. Ihr seid gut darin, die Vex zu zerstören. Viel besser, als es meine Crew war. Ich will gar nicht fragen, aber Feldsafe, was ist mit der Crew der Exodus Black passiert? Nur mein Captain kann auf diese Erinnerungen zugreifen. Und er ist sowas von tot. Und er ist sowas von tot. Ich wollte gerade sagen, gell? Die hört sich. Befindet sich direkt hinter dem Vex-Tor. Ah, warte, hier war doch noch was, weißt du? Ja, stimmt. Ich komme wieder zurück. Und zack. Oh nein, mein Urteilsmodul ist viel verlässlicher. Wie ist man da noch mehr hingekommen? Da, hier über die Säule. Also ich spring da einfach mal in den Tod. Bist du jetzt gestorben oder wie? Nee. Nein. Ah genau, das war so. Aber wo weißt du, dass da oben was versteckt war? Wenn wir das zum ersten Mal spielen. Hab geraten, weißt du. Achso. Warum kann ich das nicht untersuchen? Ja, weil du zu nah bist. Jetzt. Ah, jetzt. Damit haben sie sich ganz schöne Umstände gemacht.
Ich konnte ihr Netzwerk für 2 Zyklen anzapfen, bevor sie mich rausgekickt haben. Alles, was ich ausmachen konnte, war etwas über endlose Bäume. Und wir haben null Plan, was das ist. Ja, das sind endlose Bäume. Natürlich. Kate 6 ist ganz in der Oh, da geht's ja gar nicht runter. Also ich glaube nicht, dass das von ersten DLC ist. Oh, hoppala. Hast du dort gesprungen? Nee, ich hab mich fast versprochen. Ah, okay. Welches DLC? Es ist nicht von ersten DLC. Ah, okay. Weil wir spielen das Spiel zum ersten Mal. Somit kann ich das nicht wissen. Nee, wollte ich gerade sagen, wir kennen das ja gar nicht. Ich spiele es ja zum ersten Mal. Hey, wir kennen doch den Dude da oben. Hallo. Was ist das? Eine Hydra? Okay, ja. Zufällig gleich dort hingeschossen. Hey, du machst super, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Ach, ich bin tot, aber ein Schuss und dann ist auch. Außer du verlierst gerade, dann gib dir mehr Mühe. Hey, hast du sie erwischt? Hier dreht sich alles. Ich versuche ihr nicht zu kübeln. Ui. Das ging aber schnell. Jetzt komm hierher, bevor ich wieder verschwinde. Ach, das ist eine Zeitbasierung, oder wie? So, jetzt kommt eine Cutscene. Und dann haben wir nur warten müssen, bis er das Ende geredet hat. Ich weiß nicht, wie lange das Portal steht. Kate, was hast du? Stopp. Hör zu. Lange Story, aber ich weiß definitiv, was ich hier tue, auch wenn es nicht so aussieht. Vielleicht auch nicht. Egal. Wenn ihr die Stromquelle am Ursprung ausschaltet, komme ich raus aus dem Portalsystem. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag doch was! Okay, beruhig dich. Verstanden, Kate. Aber wie bist du... Oh, verdammte Axt! Hast du mir nicht zugehört? Alles klar. Deshalb nie aus dem Turm lassen. Ob sie wohl deshalb nicht immer aus dem Turm lassen? Das freue ich mich auch. Na klar. Also ich würde den Kate nicht vertrauen. Ist immerhin Kate 6, also die 6. Produktion von ihm. Das wird einen Grund haben, warum die 6. schon. Da wären wir. So, da sind wir wieder. Da haben wir jetzt den Planeten freigeschaltet. Jetzt können wir an sich hier auch schon Events machen, wie man sieht. Kannst du uns helfen, die Energiequelle zu finden? Jetzt haben wir jetzt hier die freie Open World, sag ich mal, auch freigeschaltet jetzt. Wenn die Kate-Einheit genutzt hat, kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien. Ich kann dich hinführen. Okay. Ah, du bist schon gedealt. Von alleine weiter. Sollen wir das Event machen? Das hat schon angefangen. Nee. Okay. Machen wir einfach mit der Story weiter. Die Story ist eh so und so gleich sofort aktiv. Und irgendwo gibt's da was zum Untersuchen. Hä, hey, wo also, müssen wir hin? Da auf die Seite. Achso, da rein. Da. Genau. Egal, da gab's irgendwo was zum Untersuchen, aber ich such das jetzt, das bestimmt nicht. Dum, 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 dum. Go, ich finde immer noch Ranger. Die Musik von. Go! Okay. Du weißt schon, welche Musik findest du geil? Von Destiny, wie die immer so in den Hintergründen machen. Hintergründen. Die haben es richtig gut gemacht, ja. Man hört ja auch jetzt gerade so im Hintergrund so leichtes Sinn. Finde ich immer ganz nice. Ich finde generell Soundkulisse cool. Ich meine, vor allem, was alles im Video wird man es wahrscheinlich nicht so stark mitbekommen, aber wenn man mit Kopfhörern spielt, dann hört man das Wasser rauschen, dann die ganzen Sprungdüsen und so. Und die Schüsse hört man hallen. Also, als würde man wirklich abschießen von der Waffe. Also, richtig cool gemacht eigentlich. Irgendwo ist da noch jemand. Da oben. Okay. Irgendwie. Ja, wo sind noch welche? Ach so. Direkt vor mir war einer. Und da ist einer. Der was sich gerade weggeglitscht hat. Ich wollte gerade sagen, er hat sich weggeportet. Ich so. Glaube, es waren alle. Ja. Ich kenne die Antwort. Erstens, hör auf uns zu belauschen. Zweitens, wie lautet die Antwort?
Er hat gesagt, ich darf es nicht verraten. Eieiei. Die ganze Wex-Wichse da. Wex-Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Bam. Ach, das, also das sind jetzt die neuen Wex, die habt ihr bis jetzt noch gar nicht gesehen, gell? Genau, das sind die, die was sich selbst zerstören, sobald die in der Nähe sind von dir. Das ist, die hinterlassen diesen Schleim oder was, das heißt, den man überall gesehen hat, an dem Weg. Genau. Die lassen einmal so eine Schleimspur am Boden und sie machen auch noch Explosionsschaden, also die machen sozusagen doppelten Schaden, also die sind nicht einmal so schwach und schießen dann auch noch. Das ist schon gut. Oh, die Explosion. Ich meine, ich frage mich gerade, woher wir das wissen. Ich meine, wir spielen das Spiel zum ersten Mal. Ja, stimmt. woher wissen wir das eigentlich? Das steht gleich oben. In der Broschüre. Achso. So, Beschreibung. Neue Wex-Einheiten. Okay, ja, okay, verstehe. Wir haben uns über die Gegner nochmal schlau gemacht, bevor wir das Spiel gespielt haben. Ja, genau. Ich meine, man muss ja wissen, gegen welche Kreatur man kämpft. Genau. Man muss sich vorbereiten, das ganze Spiel über. Darum wissen wir auch immer schon, was passiert. Genau. Ach, ich find's cool. Ja, ist auch cool gemacht. So, jetzt sind die Minotauren da. Jetzt muss ich die Super aktivieren. Ich weiß nicht, warum ich das aktiviere, wenn genau die Minotauren kommen. Aber ja. Man weiß es nicht. So, ein paar Gegner habe ich mitgenommen. Oh, da liegt was. Ich dachte, durch deine Zerstörung der Wex würde ich meinen Captain und meine Crew weniger vermissen. Hä? Nach den Minotauren, wenn die getötet worden sind, geht's weiter? Komisch. Ich wollte gerade sagen, eigentlich geht's doch. Eigentlich dachte ich, es geht wäre zu Ende jetzt. Ich dachte, es geht noch weiter, also dass noch mehr Minotauren kommen oder so. Ja, aber woher weißt du das? Ja, Kate 6 wird ihn sicher haben wollen. Du deaktivieren. An dich nehmen. Nimm das, du Blechkopf! Ich bin raus, Baby! Raus! Wuhu! Er ist raus! Wo bist du? Hey! Du hast es geschafft! Du hast mich da rausgeholt! Hä, wo bist du hin? Durchs Portal. Held-Einheit, du bist in der Nähe der. Ach so! Der ist schon durchgegangen! Ja, ja. Anstatt er wartet, so ein Schlingel! Ah, ich bin da Wex-Wichse drin gewesen. Ihr habt also meine neuen Freunde kennengelernt. Ich glaube. Failsafe und ihr böser Zwilling Failsafe. Welche ist die böse? Hätte ich gefühlt. Bist du in die falsche Richtung gerannt? Bin ich falsch? Ja, ich bin falsch. Okay. Ich wollte gerade sagen, mein Weg zeigt mir woanders hin. Alles klar. Wie gesagt, wir spielen das Spiel zum ersten Mal. Ja, man hat es jetzt gesehen, ich bin falsch gelaufen. Oh, da tanzt er. Yay. Ich will mit tanzen. Ich hab einen schöneren Tanz dazu. Pass auf. Boah, ich hab die Dance Moves. Da. Oh, er hat die Skills. Ich hab die Skills. Schau mir zu. Guck den an, guck den an. Oho. Wow, wow, Breakdance. Wow, wow. Wow. Und ich mach so einen Regentanz. Regentanz. Ui, endlich an der frischen Luft wieder. Obwohl, kann man das behaupten von einem fremden Planeten, frische Luft? Ich wollte gerade sagen, wir atmen wahrscheinlich nicht mal, aber naja. Oh oh, die Gefallenen haben die Wex sauer gemacht. Und mit sauer meine ich Fuchs Teufelswild. Also richtig salzig gemacht. Die haben die Salty gemacht. Ja. Da, guck. Hey, salzig. Salty. Diese Salty. Was habe ich eigentlich dafür eine Waffe bekommen? Oh, das wissen wir, Failsafe, das wissen wir. Eine Sniperin. Ja, ich habe auch bessere Ausrüstung bekommen, die rüste ich mich auch noch an. Also ziehe ich mir auch noch an. So. Negativ, ich meine positiv, aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an. Holla, die Waldfee. Failsafe, die schießen auf mich. Dann rate ich dir, nicht erschossen zu werden.
Ach ja. Profis. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Oh, da ist der Digi da. Ach du Heilige. Woher kennen wir den bloß? Ein großer Brocken. Aber dann verpasst du ja den ganzen Spaß. Ein Granate. Das ist ein echt großer Wex. Schieß mal mit dem Granatenwerfer mal rauf. Lol. Tot? Tot. Was? Lord hat das Zeitliche gesegnet. Halt durch, Kate. Eigentlich dauert das ein bisschen länger. Ja. Ich glaube, wir sind einfach nur zu stark schon für das Level. Ja. Weil Licht Level 80 und ich bin jetzt Licht Level 110. Also ich bin 30 Licht Level drüber. Triff dich mit Kate. Hey, ich könnte jetzt glaube ich eine Mission machen, in der ich meine Ulti bekomme, meine neue. Ja, bei mir wird ja auch schon bereit. Wie sollen wir es dann machen? Sollen wir die noch in der Mission machen? Sollen wir die dann noch machen? Ich glaube, das geht sich zeitlich nicht mehr aus. Ich hätte dann gesagt, dann machen wir noch die Mission, dann ist wahrscheinlich eh dann schon vorbei. Genau. Das wäre zumindest mein Vorschlag gewesen. Und nächstes Mal würde ich dann zeigen, einmal wie das aussieht mit der neuen Fähigkeit zum Holen. Und ja. Dann werde ich die dritte Fähigkeit offscreen machen. Also, weil das ist dann eh nur dasselbe. Na, ein bisschen anders ist die Show, also. Wirklich? Ja, ein wenig anders ist die Show. Aber halt auch nur ein bisschen. Ey, das sind ja gefallen. Hey, wo ist der hin? Wo ist denn der nach? Ich glaube, der hat sich verpisst. Alles sag klar. Doch, gefallene for the win. Ui, da sind ein paar Roboter. Oh, da ist er wieder. Dann machen wir gleich einmal den hier. Oh mein Gott, schau unsere Skills an. Das war ja überkrass, gerade was wir da von der Combo gemacht haben. Ich habe einfach nur R2 gespammt und R1. Und dann hat die eigene Combos gemacht. Echt? Combos? Ja. So Rundherumschlag, Wirbelschlag und etc. Ah, der ist hier links, der ist links, der ist links. Links, okay. Ja, hier oben. Also ich sehe da keinen. Oh. Der Gefallene hat was fallen lassen. Ey. Die ganze Kirwummel. Versenkungswaffe. Ah, ich meine Raketenwerfer. Hey, woher weißt du, wie das Teil heißt? Das war geraten. Das war niemals geraten, das war viel zu viel genau. Es sieht aus wie eine Versenkungswaffe und somit habe ich einfach mal gedacht, das kann nur eine Versenkungswaffe sein. Ach so. Ja. Weil es so aussah. Genau. Puh, gerettet. Und wie sie denn? Da sind die Gegners. Haben die auch so eine Versenkungswaffe? Nee, die haben Normalwaffen. Sind aber einige. Ach so, okay. Sind einige Stück. Wir haben sie Mittelalter-Soldaten immer gesagt, friss Stahl. Und was sagen wir? Friss Stahl. Friss Salz. Friss Salz. Ey, friss Salz. Friss Salz. So, jetzt kommt eine Cutscene wieder. Also, ich schätze ich mal. Guck mal, der kennt es schon immer auswendig. Hey, runter.
Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber mach mal langsam, ja? Sonst stehe ich dumm da. Was hast du eigentlich mit dem Sex-Teleporter vor? Mich persönlich bei Gold vorstellen, ihn platt machen und dann lecker was essen. Aber erst muss ich hier ran. Der Typ ist echt cool. Kein bisschen intuitiv. Kate, das kannst du nicht alleine machen. Klar kann ich. Solltest du Gore besiegen, wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen. Ob sie gewinnen oder nicht. Die Kabale sind voll fiese Fieslinge. Yep, verstanden. Ach, tut mir leid, aber du verstehst anscheinend nichts. Die Kabale sind einfach gnadenlos. Ihre Waffe könnte einen Stern zerstören. Und die ist direkt auf unsere Sonne gerichtet. Hey, 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 mach mal halblang. Sonst kriegst du einen Kurzschluss. Zavala hat einen Plan. Er braucht dich, Kate. Ja, Zavala sagt immer, er hätte einen Plan, aber manchmal... Warte. Zavala sagt, er braucht mich? Das sind die Worte, die Zavalas Mund verlassen haben? Ja, hat er. Bitte sagt mir, ihr habt das aufgenommen. Hat die Cora es wenigstens gehört? Tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Io. Io, dort würde sie nach Antworten suchen. Hey, Io. Danke. Hast was gut. Und das war's. Io. 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 Oh. Jetzt kriegen wir ja Belohnung, oder? Woher weißt du das? Ja, muss sein, wir haben jetzt Nessus fertig. Oder? Ach so, okay. Interessant, wusste ich auch nicht, dass wir Nessus fertig haben. Ja, er hat ja gesagt, nach Io müssen wir, um Ikora zu finden. Mhm. Und Io ist ein neuer Planet und somit ist Nessus eigentlich abgeschlossen schon. Okay. The Undertaker. So, reden wir mal mit Failsafe. Zugriff auf Code 7. Okay, sie sagt nicht mehr als ja. Gut. KI der Exodus Black. Failsafe. Als Überlebende eines abgestürzten Kolonieschiffs des goldenen Zeitalters führt dich Failsafe zu dem wechsverseuchten Ödlanden von Nessus. Flashpoint, Nessus. Schließe verschiedene Aktivitäten auf den Nessus ab. Darunter öffentliche Events, verlorene Sektoren und heroische Abenteuer. Du bist sicher Kates Freundin. Die rote Schlacht, Failsafe. Schön, dich kennenzulernen. Ich weiß, dass du nach Io gehst. Falls jetzt, du zurückkehrst, helfe ich dir gerne bei der Wechsforschung. Bitte? Wir könnten den Kram klauen. Jetzt plaudert sie gerade. Nur ein Witz. Klauen darf man nicht. Machen wir noch eine Mission oder? Aber die Wex sind Alien-Roboter-Monster. Da herrschen andere Standards. Es ist kein Mord bei Robotern. Besuch mich bald wieder. Alle, die ich kannte, sind nur noch Staub und Asche. Ich bin einsam. Alles klar. Die rote Schlacht. Failsafe, die KI der Exodus Black, will beim Kampf gegen die Vex auf Nessus helfen. Aber nun, da Kate 6 gerade nicht auf Höhe ist, ist es Zeit, sich an Ikora Ray zu wenden. Hilf Ikora zu finden, wonach sie sucht, indem du die Mission Sakrileg auf Io abschließt. Alles klar. Aber das sehen wir tatsächlich erst nächstes Mal. Aber ich will euch noch den Planeten zeigen, wie er aussieht. Somit auf in den Orbit. Spock muss ja drin sein. Spock beamen. So,
Da sind wir in den Orbit. Welcome So, jetzt back. haben wir Nessus abgeschlossen. Jetzt da müssten wir nach Io. Erfordert Level 11. Io. Da bin ich Ui, habe der. ich noch gar nicht, glaube ich, oder? Nee, hast du nicht. Aber ich schon. Oh. Achso, ja, dann wenigstens einer. Ja, weil ich glaube, ich habe zwei PvP-Matches mehr als du. Cheater. Cheater? What? Cheater. What Cheater. Alles klar. So, somit hätte ich gesagt, dass wir nächstes Mal weitermachen mit dem Planeten Io. Ich hoffe, es hat euch Hallo. gefallen. Falls ihr mich unterstützen wollt, lasst mir gerne einen Daumen da und ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, Raffi, willst du dich auch verabschieden? Ja, komm heute, ich sag auch mal ciao. Habt einen schönen Tag oder Abend noch, je nachdem. Ja. Und ich würde sagen, man hört sich dann beim nächsten Mal wieder. Haut Wenn rein es heißt. und. Ey, lass mich mal eine Aussage Ja, noch haben. okay. Ich hab gedacht, du Ich würde sagen, man guckt sich sagst gar. ciao. Nee, nee, Gut, nee. red weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Destiny 2 mit Raphael. Ja, das war's. Das nächste Mal mit Raphael. Danke, du Wichser. Haut rein und ciao.